Hallo Internet! Ich bin der Erdgordon und es ist Zeit für den vierten Part meiner Trackmania 2 Kenyon-Reihe. Auf geht's! Es wurden leider immer noch nicht Kommentare geschrieben, was mich sehr traurig macht und so. Ne? Bringt mich alle zum Weinen. Ja. Wo war ich? Genau, es wurden immer noch keine Kommentare geschrieben, mit welchem Auto ich denn jetzt fahren soll. Darum fahre ich jetzt einfach weiter mit dem Game. Ja, wenn euch das stört, dann schreibt einfach bitte einen Kommentar. So, Solospiel. Wir hatten ja in der letzten Folge diese weißen Strecken hier, diese ganz einfachen, erledigt. Wir kommen jetzt zu den grünen. Oh, ich sehe gerade, es gibt doch noch die Medaille Entwickler geschlagen. Na dann gucken wir mal. Auf geht's. Die Frames immer runtergehen beim Laden. Laden, laden, laden. Oh, jetzt haben wir kein A, sondern ein B. B, B, B. Für bombastisch schwere Strecken. Ja, Scherz, wahrscheinlich nicht. Hoffe ich nicht. Ich habe ganz vergessen, mein Handy zu starten. Das ist schlecht. Das kann ich mal eben machen, während ihr euch das da anguckt. Stelle ich dir jetzt auf 13. Okay, starten. So, okay. Oh, ich sehe Sprünge. Ich gar nicht drauf geachtet. Naja. Egal. Und ist es ein Rundenrennen? Ist es ein Rundenrennen, YouTube? Ich weiß es nicht. Hilft mir. Das sieht aber geil aus. Und dann starten wir mal. Ich glaube, es ist ein Rundenrennen. Goldmedaille. Oh, es ist doch kein Rundenrennen. Sprintrennen. Das hätte ich natürlich jetzt zu Ende gucken müssen. Egal. Das schaffen wir auch so. I believe I can fly. Na na na, keine Ahnung, wie es weitergeht. Und ich merke schon, wir haben deutlich mehr Skill als zuvor. Ah, okay, so viel zum Thema Skill. Ja, fahren wir so einmal noch zu Ende die Strecke. Zu wissen, wo es denn überhaupt lang geht, wo die schwierigen Abteile sind. Ah, seht ihr, das wusste ich. Oh, das ist fies. So kurz vor Ende. Nochmal. Verbessern. Ja, offizielles Rennen. Wir wollen ein paar Planets gewinnen. Bisschen schräg. Ich hoffe, wir landen noch auf der Plattform. Ja, souverän. Na, schon wieder souverän. Ich habe schon mal gesagt, dass ich damit aufhören wollte. Ja. Staudamm. Kein Drift. Und Ziel! Einfach! Neuer Rekord! Planets! Super! So, nächste Strecke. So, der muss ich gut sein, meinen Titel verteidigen. Ich habe ja schließlich die Entwickler geschlagen. Keine Ahnung, wie ich das angestellt habe. Ah ja, ich erinnere mich an die Strecke, die kann ich gut. Ja, deswegen habe ich auf den Entwickler geschlagen.
Ja, die kann ich auch im Multiplayer gut. Das war, glaube ich, meine allererste Multiplayer-Strecke, wo ich mal in die Top 3 gekommen bin. Und wurde ich Zweiter. Heißt aber nicht, dass ich sie jetzt noch drauf kann, ne? Die Autorenmedaille wollen wir erstmal nicht versuchen. Erstmal die Goldmedaille. Ich weiß nicht, ob ich die Autorenmedaille mit zum 100% Let's Play hinzufüge. Das wäre natürlich eine richtig hammerfette Herausforderung. Also, da müsst ihr wirklich schreiben, wenn ihr das wollt. Weil, das ist richtig schwer. Das war auch schon im Vorgänger richtig schwer. Naja, hier habe ich es nochmal geschafft, meine Zeit zu unterbieten. Unterbieten. Jetzt habe ich es endlich gelernt. Perfekt. Nächste Strecke. Ja, da habe ich auch die Autorenmedaille. Oh mein Gott. Ich sehe schon, was da kommt. Bandfahren Extrem. Extrem. Ich weiß nicht, wie ich da die Autorenmedaille bekommen habe, weil ich kann diese Wanddinger eigentlich gar nicht so gut, wie ich meine. Naja, spielen wir erstmal Gold. Wenn wir da schon die Autorenmedaille gewinnen, dann, ne, dann können wir es auch sein lassen mit der Autorenmedaille. Weil also nochmal muss ich da nicht nochmal die Strecke spielen, wenn ich die schon auf Gold kriege. Ja, das war gar nichts. Das war sowas von nichts. Seht ihr mein Ghost, wie schnell der ist, ey? Oh. So lahm wie ich bin. Ich glaube, ich habe die Autorenmedaille mir nur verdient, weil ich die im Multiplayer gespielt hatte. Da ist dann der Druck höher. Ja, und auch Lack auch noch, aber war das jedenfalls Gold? Ich würde einfach mal sagen, das war Gold, aber wir wollen natürlich jetzt mal gegen den Autor spielen, ne? Mal sehen, wie der fährt. Liegen vorne. Seht ihr das? Seht ihr das? Komm, den schaffen wir. Den kriegen wir. Naja, wir kriegen ihn doch nicht. Los, offizielles Rennen. Wenn wir den schlagen, dann kriegen wir richtig viele Planets. Jetzt will ich das aber auch. Ich habe damals nicht so geschlagen. Ja, super. Doppelt und dreifach super. Den kriegen wir nicht mehr. Die sind einfach zu gut, die Autoren, also. Letzter Versuch, danach nächste Strecke. Gold haben wir ja schließlich im Sack schon. Ja, okay. Nächste Strecke. Ja, beenden. So. B04. Ob wir hier wohl die Autorenmedaille gewinnen? Ich glaube nicht. Nein. Da, oh ja, dieser Streckenabteil, den hasse ich. Dieser enge da im Tunnel. Also, der ist richtig schwer.
Immer dieses, ich hasse das. Naja. Oh ja, da kriegen wir, nee, da kriegen wir wohl wahrscheinlich keine Autobahnmedaille. Dafür sind zu schmale Abschnitte. Ja, dran. Na egal. Ja, das ist meine hier. Diese Kurve, die ist zu schwer. Und das hier. Wenn ich hier jetzt volle Speed gehabt hätte, dann wäre ich überall angeeckt. Aber wirklich ausnahmslos überall. Oh. Ja gut, einmal angeeckt, aber nur ganz kurz. Na, ah, zu früh, viel zu früh, viel zu früh. Oh, alles weg. Nochmal. Ich will meinen Ghost schlagen. Der darf nicht gewinnen. Moment, das bin ja ich. Egal. Ich darf nicht gewinnen. Das widerspricht sich in sich selbst schon, aber egal. So, hat nur ein Zentimeter gefehlt. Ein Zentimeter. Das erinnert mich total an Donkey Kong oder Mario. Die ganz alten Spiele, da gab es dann diese Pixeltode. Und so ähnlich ist das hier, nur dass es jetzt HD-Pixel sind. Boah, relativ gut genommen. Jetzt noch diese Kurve. Sehr gut. Ich bin zuversichtlich. Nein, 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 nein. Das hasse ich. Wenn man sich irgendwie dreht und dann rückwärts steht. Wenn gerade so ein Flow ist, dann steht man immer rückwärts, wenn man irgendwo gegen crasht. Was war das jetzt? Schon jetzt Skill Power einschalten. Auch hier mal driften, können wir auch noch eine Menge Zeit rausholen. Hier nur ganz leicht anecken, am besten eigentlich gar nicht. Kein Fehler machen. Flieg! Kleines flugunfähiges Auto. Ah, was mich gerade echt übelst ankotzt. Geschafft. Neuer persönlicher Rekord. Aber leider keine Autobahnmedaille. Naja, egal. Lasst mich eben kurz auf die Uhr schauen. Ah, das wird knapp, das wird knapp. Eine. Diese letzte. Wenn es nicht komplett geht, dann überziehen wir halt. Oder ich mache auch Pause. Wir werden sehen. Ich mache am besten noch Pause oder irgendwie so. Da überspringen wir auch das einmal, damit wir das noch reinkriegen. Ich habe mir übrigens immer noch nicht geschrieben, ob ich das weglassen soll. Ja, ich reg mich zu sehr auf. Nehmt euch Freiheiten, schreibt es mir nicht. Boah, das war eine fiese Kurve. Boah, sind aber heute fies. Na gut, ist ja grün, ne? Oh, ich dachte, das wäre das Ziel schon. Oh, wie fies, wie fies. Ah, Wand! Nochmal. Das lasse ich nicht... Oh, nee, das können wir gar nicht schaffen. Ich habe die offizielle Zeit gesehen. 2 Minuten. Ja, dann muss ich hier abbrechen, Leute. Hätte ich gern noch mit euch das gezockt, aber zeitbedingt halt in der nächsten Folge. Bis dann und ciao.